Nach zwei Verlustwochen geht es jetzt um die Aktienmärkte an der Wall Street um sehr, sehr viel. Der S&P 500 muss seinen Aufwärtstrend verteidigen und da kommen plötzlich zwei Ereignisse jetzt in dieser Woche, die wahrscheinlich entscheidend sind für den weiteren Verlauf. Da haben wir zunächst mal am Mittwoch die Fed-Sitzung mit den Aussagen von Jerome Powell. Gut, ob da viel Überraschendes kommt, wird man sehen, aber wir haben vor allem am Freitag den großen Verfall, wo also Futures und vor allem Optionen verfallen. Und diese Optionen sind ja zuletzt immer wichtiger geworden, sind zuletzt offenkundig ein immer größerer Treiber der Märkte gewesen. Dementsprechend wird da der Fokus drauf zu richten sein. Schauen wir uns mal die Ausgangslage an. Es geht jetzt zunächst mal gut in diese Verfallswoche los für die Bullen. Da sehen wir zum Beispiel eine Zusammenfassung von Holger Cepic. Nach diesen zwei Verlustwochen gibt es plötzlich wieder Vaccine-Optimismus. Man ist wieder optimistisch. AstraZeneca setzte seinen kurzfristig unterbrochenen Phase 3-Test des Impfstoffs weiter fort. Großartig, könnte man sagen. Wir haben dann Pfizer, das sagt, ja, also wenn alles gut geht, dann haben wir schon Ende Oktober eine unglaubliche Menge an Impfstoffe, Dosen, wenn das Ganze dann genehmigt wird. Also es ist wieder dieses Mantra, ja, mit dem Impfstoff werden wir das ganze Corona-Problem erledigen, halte ich für extremst unwahrscheinlich, ist aber für die Märkte sozusagen so der Art Zaubertrank, um ein bisschen Kraft zu schöpfen und gerade jetzt eben in dieser Situation Kraft zu schöpfen, in der es um einiges geht. Dann haben wir auch noch ein paar Tech-Übernahmen, Nvidia kaufte die Chipsparte von Softbank und wir haben diese ganze TikTok-Geschichte, die ja morgen eigentlich eingetütet sein muss. Jetzt hat TikTok gesagt, erstens, wir verkaufen nicht unseren Algorithmus. Wie soll man dann das ganze Geschäft verkaufen? Das ist um und bei so, als würde man ein Auto kaufen, aber der Verkäufer sagt, ja, das Auto kannst du haben, aber bitte ohne den Motor. Und jetzt scheint Oracle der Auserwählte zu sein. Aber wenn man sich das Ganze mal anschaut, dann sieht das eher aus wie so eine Partnerschaft und nicht ein Verkauf. Unwahrscheinlich, dass die Trump-Administration das so durchwinken wird, aber gleichwohl sorgt das zunächst mal jetzt für ein bisschen Euphorie. Nachdem Microsoft zunächst die Absage bekommen hat, scheint jetzt Oracle den Zuschlag zu bekommen, aber mal sehen, was da aus dieser Geschichte noch draus entsteht. Wir haben am Freitag uns ja in dieser Range bewegt beim S&P 500, die ich immer wieder angesprochen hatte, auf der Oberseite 3430, auf der Unterseite 3330. Diese Marke unten, nämlich die 3330, haben wir kurzfristig unterschritten, kommen aber jetzt mit einem Gap ganz locker wieder in diese Handelsrange rein, die Sie oben in diesem Chart sehen. Und wenn wir uns mal am Freitag diese unterschiedliche Performance anschauen, sehen wir der Dow Jones 0,5% im Plus, der S&P 500 leicht im Plus, aber die Tech-Werte, der Nasdaq minus 0,8%. Auffallend auch, dass der VIX fast 7% verloren hat, also die Vola nach unten gegangen ist, respektive die Vola-Erwartung. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir wieder außerbörslich, also vor Kassaeröffnung an der Wall Street, respektive danach, jetzt eine sehr schöne Performance haben. Wir sehen, dass die Futures nach oben gehen. Wir haben jetzt wieder also ein Szenario, das wir schon so oft hatten, dass wir eigentlich, wenn wir jenseits des Kassamarktes mal gucken, überhaupt keine Korrektur gesehen haben, sondern diese Korrektur nur während des Kassamarktes passiert ist in den USA. Wir haben jetzt eine 7% Korrektur gesehen beim S&P 500, beim Nasdaq war es ja etwas mehr. In nur drei Tagen sind da 10% rausgespült worden und das ist jetzt sozusagen vergleichbar mit dieser Korrektur, die wir im Juni gesehen haben. Relativ gleiches Niveau und es waren die großen Tech-Werte, die vorher diese Rallye ja so massiv getrieben haben, die jetzt das Problem hatten. Aber hier sehen wir nochmal, um was es jetzt geht. Wir waren und sind noch in diesem Abwärtstrendkanal, können aber möglicherweise darüber hinaus springen. Das würde dann eine gewisse Erholung freisetzen und die ist nötig, wie Sie unten in diesem Chart sehen, weil der S&P 500 eben an dieser zentralen Unterstützung liegt. Und hier sehen wir mal den Vergleich zwischen dem S&P 500 ohne Mega-Cap-Stocks, also ohne diese großen 7, 8 US-Tech-Konzerne,
Und eben mit, und wir sehen, dass es hier ganz klar die großen Tech-Konzerne ist, eine Apple, eine Microsoft, wie sie alle heißen, die dann die Gesamtindizes deutlich belastet haben, während die anderen Aktien, die 495 anderen Aktien von 500 im S&P 500 nicht so deutlich nachgegeben haben. Im Durchschnitt, hier sehen wir das nochmal in einer Trendlinie, wenn wir mal diese Mega-Aktien im S&P 500 vergleichen mit dem S&P 500, dann sehen wir, dass wir jetzt sozusagen auf eine Trendlinie aufsetzen. Dieser Trend ist also auch in Gefahr und jetzt wird man sicherlich alles tun, um diesen Trend jetzt nicht vollends kippen zu lassen, zumindest nicht im kurzen Zeitfenster und zumindest nicht vor dem großen Verfall am Freitag, so meine Vermutung. Hier sehen wir das nochmal in anderer Hinsicht, wie schlecht sich jetzt eben diese großen Werte im Vergleich zum S&P 500 selbst entwickelt haben. Also, da ist durchaus einiges Potenzial, hier nochmal die Rettungskräfte zu aktivieren, die Feuerwehr zu rufen und dann plötzlich eben durch solche wundersamen Bewegungen im asiatischen und europäischen Handel die Futures erstmal nach oben zu bringen. Die Wall Street wird dann vielleicht gar nicht mehr viel draus machen, aber die entscheidenden Kursfakten werden dann vorbörslich geschaffen, die normative Kraft des Faktischen, sagten einst die Linken. Hier sehen wir übrigens mal die unglaubliche Bedeutung des Optionshandels, der jetzt inzwischen mehr Volumen bewegt als der Aktienhandel selber. Es werden also mehr Optionen gehandelt als Aktien. Und das hat natürlich auf den Aktienhandel insgesamt einen sehr, sehr starken Einfluss. Hier sehen wir, dass es vor allem die Small Trader sind, deren Volumen maßgeblich gestiegen sind. Also wer zum Beispiel weniger als 10 Optionskontrakte handelt. Und wir sehen aber, und das ist vielleicht ganz gut für die Bullen jetzt im kurzen Zeitfenster, dass eben diese massiven Optionsbestände auf der Long-Seite, die Calls, dass die doch ziemlich abgebaut wurden. Wir haben immer noch eine relativ extreme Positionierung, aber wir sehen, dass da eben was abgebaut ist und es wird perspektivisch noch abgebaut werden müssen. Davon bin ich doch relativ stark überzeugt, meine Damen und Herren. Dementsprechend glaube ich, dass wir jetzt eine Erholung sehen, dass wir eine Rallye sehen können in dieser Woche, aber dass es etwas ist, was die Amerikaner als Sellable Rallye bezeichnen, also als verkaufbare Rallye, in die man also sozusagen Bestände reinverkaufen kann, je höher die ganze Geschichte steigt. Wir werden sehen, Optionsverfall, Futureverfall, großer Verfall am Freitag, natürlich schwer zu kalkulieren. Hier sehen wir nochmal das saisonale Muster im US-Präsidentschaftswahljahr. Und möglicherweise sehen wir hier diesen Move dann nochmal nach oben im September, der aber die Hochs nicht mehr erreichen wird. Ich glaube nicht, dass das jetzt nochmal gelingen wird, dass die US-Märkte jetzt dann im kurzen Zeitfenster ein neues Allzeithoch machen, sondern jetzt diese Erholung machen, vielleicht eine Rallye machen, bevor es dann eben nochmal, naja, also in der zweiten oder im letzten Drittel des Septembers nach unten geht, der Oktober dann sehr schwierig wird und Ende Oktober wäre dann total typisch, wenn die Märkte dann im Vorfeld der Wahl dann doch nach oben gehen, die ja am 3. Juni, am 3. November, nicht Juni, stattfinden wird, 3. November, also die US-Wahl. Und das, obwohl jetzt es immer mehr danach aussieht, wie Morgan Stanley hier ernüchtert feststellt, dass es keinen Stimulus-Deal geben wird. Noch vor einiger Zeit hatte man gesagt, ja, also das kann gar nicht passieren, dass beide Parteien hier sich nicht einigen werden. Das würde dann die wirklich ins Ausschießen, würde ihnen massiv schaden. Und jetzt stellt man fest, ja, das Wahrscheinlichste ist doch, dass es keinen Deal geben wird vor der Wahl. Und die Finanzmärkte werden das wahrscheinlich nicht so besonders zu schätzen wissen. Ich glaube, dass man jetzt eben sozusagen diese Gegenbewegung sieht und dass wir dann in den Konjunkturdaten der USA eben diesen fehlenden Stimulus sehen werden, vor allem was den Konsum betrifft, aber auch was den Arbeitsmarkt betrifft, was überhaupt den Optimismus betrifft. Das wird dann mit ausbleibender Unterstützung der Amerikaner eben auch so eine Art Stimmungsumschlag geben, nach meiner Prognose. Aber nichts ist schwieriger als Prognosen, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, heißt es ja. Dementsprechend wird man das abwarten müssen. Also, das ist jetzt so ein kurzer Einblick. Wir haben jetzt zunächst mal
freundliche Märkte durch Vaccine-Optimismus, Impfstoff-Optimismus, auf der einen Seite Übernahmegeschichten, Nvidia, Softbank, TikTok, Oracle, das scheint zunächst mal hier zu beflügeln. Wir sehen, dass im kurzen Zeitfenster der Tech-Stock da jetzt etwas überverkauft ist. Wir sehen, dass der S&P 500 zwar die maßgebliche Unterstützungszone 3330 gebrochen hat, aber ganz schnell wieder reingetaucht ist, also möglicherweise wieder einen Fehlausbruch nach unten sehen, was im kurzen Zeitfenster dafür spricht, dass wir jetzt erstmal nach oben laufen, übergeordnet, aber die Hochs nicht mehr überbieten werden. So meine Einschätzung zu den Dingen. Die kann natürlich total falsch sein. Das ist völlig klar. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie falsch ist, liegt wahrscheinlich bei 99,99%, was dann wiederum schon eine sehr gute Wahrscheinlichkeit ist, meine Damen und Herren. Jetzt einen guten Start in diese so warme Woche. Bis dann. Servus und ciao.